In Bremen redet man über Florian Kohfeldt vom Fußballmärchen des Vorstadtjungen. Nach geplatzter Profikarriere bei Werder Bremen wurde er 2018 stattdessen Cheftrainer seines Lieblingsclubs. Die grün-weiße Raute ist aber nicht seine einzige sportliche Leidenschaft. Wie beim Dreh für die DTB-Kampagne Unser Tennis tauscht der 36-Jährige in der Woche gerne mal die Fußballschuhe gegen den Tennisschläger. So häufig wie es geht, so häufig wie es familiäre Verpflichtungen zulassen, so viel wie es der Job zulässt. Aber ich versuche schon so ein- bis zweimal auf jeden Fall. Und wenn mehr geht, spiele ich auch mehr. Also bin schon ein bisschen süchtig danach, ja. Diese Begeisterung war bei Florian Kohfeldt schon als Kind da. Doch vor allem zeitliche Gründe hinderten ihn damals am regelmäßigen Spielen. Heute ist Tennis seine Möglichkeit, um abzuschalten. Dabei kommt aber auch beim Hobby der sportliche Stratege durch. Ich konnte leider in meiner Jugend nicht viel Tennis spielen, das heißt, ich habe wirklich erst im Studium damit angefangen. Und deshalb kann ich gewisse Techniken nicht so gut wie Leute, die das ihr Leben lang spielen. Und dann muss man sich andere Mittel und Wege ausdenken, um Spiele zu gewinnen. Und von daher finde ich, ist Tennis auf ganz vielen Ebenen wirklich ein taktisches Spiel, auch mental. Also das finde ich total spannend. Ich glaube, es gibt kaum einen Sportler, bei dem man so viel denkt wie beim Tennis. Und wenn man da ein bisschen seinen Gegner vielleicht auch ins Denken bringt, dann ist das immer nett. Kohfeldt liebt den Wettbewerb. Bei Werder finden sich besonders im Trainerteam viele Gegner für Duelle mit dem gelben Filzball. Privat ist der Familienvater zudem schon länger Mitglied in einem Bremer Tennisverein und absolviert dort sogar Punktspiele. Zudem stehen noch weitere To-Dos auf der Liste. Ich durfte mir wirklich schon ein, zwei Tennisträume erfüllen. Ich war einmal sehr, sehr dicht dran, als Roger Federer trainiert hat in Halle. Das war für mich eines der wahnsinnigsten Erlebnisse. Dann habe ich ihn auch später im Stadion gesehen, also beim Spielen. Aber im Training finde ich das nochmal so was Intimes gewesen. Ansonsten würde ich gerne in meinem Leben auf jeden Fall gerne mal bei allen Grand Slam-Turnieren gewinnen. Und bislang habe ich nur Paris geschafft, beruflich bedingt. Es war ein grandioses Erlebnis letztes Jahr. Also dieses ganze Flair ist was ganz anderes als Fußball. Trotz der Faszination für Tennis kommt ein Sportarten Wechsel als Trainer für Florian Kohfeldt nicht in Frage. Da fehlt mir auch vollständig die Kompetenz. Also ich kann kein Spiel lesen im Tennis, wie ich es im Fußball kann. Oder ich kann dir auch nicht sagen, wie man trainieren muss, um gewisse Dinge zu verbessern. Also wenn ich irgendwann mal nicht mehr Fußballtrainer bin, was irgendwann definitiv auch passieren will, dann würde ich gerne viel Tennis spielen, aber nicht trainieren, also nicht als Trainer. In welchen Bereichen der Fußball vom Tennis lernen kann und umgekehrt, mit wem er sich jährlich zu kleinen Turnieren trifft und von welchem Spieler er sämtliche Highlight-Videos bei YouTube kennt. Das alles und noch vieles mehr gibt es wie immer unter unsertennis.de.